Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei diesem Preview von dem neuesten Premium-Panzer, den es geben wird, den Chrysler GF. GF steht nichts anderes für die Grand Finals, deswegen hier auch diese schöne Plakette vorne drauf. Ist ein Panzer ganz in Schwarz und ein wirkliches Sahnestück. Jetzt will ich euch natürlich ein bisschen was zu dem Panzer zeigen. Der Panzer selber, Tier 8, Premium Heavy, hat 4 Besatzungsmitglieder, den Kommandant, den Richtschützen, den Fahrer und den Ladeschützen. Wir gehen einmal noch im Detail visuell um das Gefährt drumherum. Granaten hat er unfassbar viele dabei. Man kann 100 Granaten laden, also normalerweise solltet ihr nicht out of ammo gehen. Und ihr seht, wie ich den Panzer fahre, und zwar Lüfter, Ansetzer und den Richtantrieb. Der ist am Start. Das Äußere lässt sich natürlich mit der Tarnung noch verändern. Aber eben, nee, in dem Fall, Entschuldigung, natürlich nicht mit der Tarnung. Weil die Tarnung selber ist immer diese schwarze. Dementsprechend gibt es da auch nichts anderes. Also ihr seht, da kann man nichts machen. Wappenschriftzüge eben auch nicht. Die Wartung, ganz klar, im standesgemäß. Was natürlich für den einen oder anderen wichtig ist, die Granaten kosten 4.800 Credits in dem Fall. Ich werde aber alles auf Premium und Gold lassen, dafür, dass wir dann nach dem Gefecht sehen können, was das dann so wirklich effektiv rausgeben könnte. Und natürlich ist auch ein Vergleich immer ganz spannend. Mit was vergleichen wir das Ganze? Ist recht simpel, wir brauchen natürlich andere 8er Premium-Panzer, wo wir sehen, ja, der ist doch spannend. Deswegen nehmen wir einfach mal hier den Löwen mit dazu. Wir nehmen noch den E6 nehmen wir nicht mit dazu, weil der hat ein verbessertes Matchmaking. Das wäre ein bisschen Betrug. Dann nehmen wir den T-34 noch dazu, ebenfalls als Amerikaner. Hier ist auch wieder nichts Passendes dabei. Ich nehme jetzt erstmal nur die Panzer, die ihr wirklich im Spiel kaufen könnt und die kein verbessertes Matchmaking haben. Und da sind wir nämlich auch schon durch. Aber gerade den Löwen finde ich da eh sowieso sehr passend. Jetzt machen wir nur noch eins. Wir nehmen jetzt noch den 8er schwerer Panzer USA und dann nehmen wir ihn hier. Wir könnten natürlich noch den einen oder anderen Panzer hinzufügen, aber ich denke, das sind jetzt ein paar Vergleiche, mit denen man durchaus arbeiten kann. Konfigurieren, da will ich, dass alle wirklich gleich sind, dass man alle wirklich vergleichen kann. Also das heißt mit einer 100% Besatzung, aber sonst alles normal lassen. Und die anderen haben standesgemäß immer die 100%. So, wir sehen beim Thema Feuerkraft, da unterordnet sich der Chrysler seinen anderen Mitbewerbern. Nämlich der mittlere Schaden, der ist gleich zum Löwen mit 320. Da ist der T-34 nochmal stärker. Aber das Thema Durchschlag ist beim GF deutlich schlechter. Man muss auch dazu sagen, dass der GF natürlich wie jeder andere Panzer kein verbessertes Matchmaking hat. Das heißt, er sieht ganz normal 9er, 10er Matches. Und da sind 198 gerade im 10er Bereich wirklich, wirklich mau. Dann haben wir Feuergeschwindigkeit, da ist er wiederum der schnellste. Auch die Nachladezeit bei unter 10 Sekunden. Der Löwe braucht 11,5. Der T-34 auch aufgrund des höheren Alphas ganze 14,38. Turmdrehgeschwindigkeit, da kann der Grand Final wieder punkten, da ist der Chrysler nämlich am schnellsten. Aber, und auch das merkt man sehr stark, ist der Höhenrichtbereich des Geschützes mit nur 6 Grad nach unten, ist es wirklich wenig. Und auch 15 Grad nach oben ist es nicht unfassbar viel. Also wenn er mal einen Gegner, wie derzeit ja häufig der Fall, mal climbt, kann es dann da auch schon Probleme geben. Zielerfassung, und das merkt man in der Tat sehr gut im Spiel, die ist sehr schnell. Also man kann auch mal Snapshots damit machen, das funktioniert wirklich gut. Die Streuung dafür aber auch wieder am allerhöchsten mit 0,35 auf 100 Meter. Der DPM, da hat er den besten mit 1983. Aber na klar, der Durchschlag, der muss irgendwie kompensiert werden. Und wenn mal eine Granate mal nicht durchschlägt, dann ist das Thema nämlich schon wieder passé. Struktur, da ist er mit 1500 amerikanisches Niveau zum T-34 eben auch. Der Löwe hat dann da 1650. Aber Panzerung, da kann er wirklich ordentlich punkten mit 152
Vorne 101 an der Seite und 76 hinten. Und da gibt es wirklich den einen oder anderen Abpraller. Also wenn ihr mal das Glück habt, Top-Tier zu sein, 8er oder 9er Gefecht, sage ich mal. 9er geht es auch noch. Im 10er wird es schon wirklich verdammt schwer. Da muss man sagen, da tut er sich auch schwer. Aber 8er, 9er Match, da kann man durchaus was reißen. Die Beweglichkeit, das ist definitiv so. 1200 PS, hier der stärkste von allen. Deswegen auch das höchste Leistungsgewicht. Und er kommt sehr schnell auch auf die Geschwindigkeit hin. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Höchstgeschwindigkeit, da sind alle mit 35 gleich. Und rückwärts, naja, 14. Das ist, würde ich sagen, gar nicht so dramatisch wichtig. Auf jeden Fall, so wie die anderen in etwa auch. Wendegeschwindigkeit, da ist er der schnellste. Also da muss man sagen, da ist er wirklich agil. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Tarnung, ja, ich glaube, das ist klar, dass hier das kein Tarnungsmonster ist. Aber die anderen beiden sind da nochmal definitiv schlechter. Also von dem her, da braucht er sich nicht verstecken. Und auch in der Bewegung das Gleiche. Aber wie gesagt, ich glaube, Tarnung wird bei dem nicht das Hauptaugenmerk sein. Die Sichtweite 380 Meter, da ist er wieder dem Löwen hinterher. Die Funkreichweite, da mit 745 sollte man eigentlich klarkommen. Ja, das war's zum Panzer selbst. Ich werde dann natürlich nach der Runde noch die ganze Runde nachbesprechen. Ich habe das Ganze schon aufgenommen. Aber eins vorweg, vielleicht, ob ich den Panzer empfehlen würde oder nicht. Wie gesagt, die Runde selber, die habe ich euch gezeigt. Ich habe ein paar Runden drehen müssen, bis ich die hinbekommen habe, sage ich mal. Der Panzer ist durchaus solide, aber jetzt kein Vergleich wie die anderen Premium-Panzer, die zurzeit gekommen sind. Also so ein Defender, ein Patriot, ein Liberté, die waren meines Erachtens alle nochmal einen Ticken stärker. Der Grand Final ist ein solider Panzer, mit dem man durchaus spielen kann, aber wirklich gerade, wenn es in höhere Tiers kommt, kommt er an seine Grenzen. Ja, deswegen, ob ihr ihn euch kauft oder nicht, ich würde mal den Finger sozusagen in die Waagerechte halten, also so ein Mittel. Manchen wird er gefallen, manche werden damit nichts anstellen können. Daher macht euch jetzt ein Bild von der Runde, da kann man dann schon ganzes Pfund dazu sehen. Also viel Spaß, euer Alcaramba. Ja, und da sind wir im wunderschönen Paris gelandet. Und hier muss man sagen, die Karte, die hat es in sich, beziehungsweise eigentlich eher das Matchmaking. Denn der Panzer mit seinem 198 Durchschlag hat einfach mit 10er Riesenprobleme. Und ein IS-7, ein Kranfagen, das sind jetzt definitiv Gegner, die er nicht unbedingt braucht. Ich habe es aber eh so eingestellt, dass wir die Granaten immer für Gold kaufen. Das heißt, wir sehen am Ende wirklich, wenn wir die Runde normal abgeschlossen hätten, was gäbe es an Credits raus. Aber klar, hier wird die ein oder andere Premium-Granate durch die Gegend sausen. So, natürlich fahre ich hier auf den klassischen Heavy-Spot, den man auch kennt. Und da schauen wir mal, was der Gegner so hinschickt. Auf jeden Fall der IS-7. Es war zu erwarten, dass der da kommen wird. An sich eine Startkarte ist sehr gut für den Panzer. Damit kann man nämlich gut arbeiten. Und wenn der die ganzen HE-Granaten hier so rüberfliegen. Der Oho natürlich mit seiner HE-Kanone, der interessiert sich mal gar nicht für unsere Panzerung. Der Tiger aber schon eher. Da können wir auch was ausrichten bei dem. Ich werde jetzt versuchen, den Oho so ein bisschen zu nerven, dass der einfach gar nicht mehr großartig sich für uns interessiert und einfach die Lust verliert, auf uns zu schießen. Oder er einfach doch mal schießt, aber eben aus einem Moment heraus, der nicht so tragisch ist. So, IS-7 ist jetzt schon durchgefahren.
So, und sehr schön, dass der hier gleich rausgenommen werden konnte. So, jetzt lade ich aber wirklich mal auf Premium um. Auf jeden Fall ist spannend, was unsere Heavys da machen. Ganz weit hinten, sehr passiv da an der Stelle. Auch der Type 4 schwer. Keine Ahnung, wo der Ohook gerade ist. Das ist der, den ich gesucht habe, sozusagen. Schneller Schuss, schöner Snapshot. So, da hat er sich direkt verdünnisiert. Und den IS-7 da auch eine verpasst. So, dann versuche ich mal ein wenig vorzukommen. Mal schauen, ob der böse Defender da noch da ist. So, hier ist sieben mal hingestellt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Zack, weg mit dem. Wie gesagt, der Turm ist hinten, ist teilweise Fluch und Segen zugleich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ihr seht, jetzt habe ich gerade arge Probleme mit der Gun Impression. Kommen nämlich nicht runter. Das muss wehtun. So, der Defender ist so ein Gegner, den man eigentlich nicht haben will, weil der ist echt stark. Aber Gott sei Dank haben wir da die bessere DPM in dem Augenblick. Aber da hat der Oho den Braten jetzt gerochen. Sehr schade darum, weil da wäre noch ein Ticken mehr drin gewesen. Ich habe ja auch kurz gelurkt, habe gesehen, oh, der schaut nicht. Aber als ich mich dann sozusagen nach vorne geschickt habe, hat er mich dann da rausnehmen können. Aber ich denke, der Schaden mit 3-6 im 10er-Gefecht kann man den durchaus lassen. Jetzt schau mal, ob das Team noch die Runde nach Hause bringt. Der IS-7 hat natürlich jetzt massive Probleme gegen den Kranfagen. Jetzt ballern sie hier alle HE gegen HE. Wir sehen da drüben die beiden Badgets noch auf dem großen Vorplatz, sage ich da einfach mal. Ein wahres HE-Gemetzel an der Stelle jetzt. Badgett konnte da die erste Arti vernichten und da sehr gut jetzt hier den Kran fangen. Der bekommt jetzt den Druck von der Seite. Leider hat jetzt der IS-7 das hier nicht mehr retten können. Oh, sehr schön. Sehr wichtig. IS-7 kommt hier mit seiner Panzerung des Trolls an, sozusagen. Und da müssten jetzt eigentlich die Badgets ihren Spaß haben können mit dem Kranfagen. Erster geht rein. Zweiter. Weiß natürlich nicht, dass er im Reload ist, aber das reicht schon. Und da der T-54, jetzt der allerletzte. Der andere T-54 kommt von der Seite. Und da sollte es dann auch sich jetzt erledigt haben, gleich das Thema. Oh, der lässt sich der T-54 Light noch rausnehmen. Ich glaube, die Badget ist wahrscheinlich im Reload. Noch 20 Sekunden ist natürlich auch noch ein Drum. Aber hier kommt die andere und die macht's klar und bringt die Runde nach Hause. Ja, jetzt schauen wir mal, was da jetzt am Ende des Tages bei rumkommt. Jupp,
Also wir sehen, natürlich erste Klasse ist natürlich nicht so schwer bei einem Panzer, den noch keiner spielt. Aber 1194 Basis-XP waren es dann doch, weil eben doch ein 10er-Gefecht das Ganze war. Wir sehen, wenn das so rausgegangen wäre, hätte ich 93.000 Credits plus gemacht. Aber natürlich habe ich hier jetzt Premium geschossen. Dementsprechend muss man das sonst berücksichtigen. Aber ihr seht, wie wäre denn das hier in dem Fall. Ja, damit war es das dann von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.